Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part vom Last Epoch Let's Play. Ja, ich bin gerade am Aushelfen gewesen beim ersten, ja, Altar des Fleisches Boss. Die ist jetzt gerade am Auswählen scheinbar. Oder eher Le Flitzer. So. Ich könnte ihn als Freund vielleicht. So. Mal schauen, ob es annimmt. Gut. Also wir gehen rüber zu... Das ist wahrscheinlich das hier. Nein, das ist Fall des Verstoßenen. So, ja, ich gehe jetzt raus aus der Party scheinbar. Wie machen wir das eigentlich? Leave Party. Man muss unten drunter auf meinen... Ja, gehen. So, also. Wir müssen hier ein bestimmtes Item, Vulcanus, farmen. Mit Legendary Potential. Uns wurde gesagt, man kann scheinbar auch Rares in Legendaries, also die Bonis von den Rares, noch mitnehmen und so. Müssen wir einfach genug haben, irgendwie, und... Jo. Gucken wir einfach mal, wie wir... Ja, sozusagen das erste, nein, ich glaube das zweite Legendary herstellen. Auf jeden Fall habe ich das halt nie gemacht, weil ich einfach zu wenig gute Exalted Items hatte. Diese erhabenen, diese lila Items. Und jo, es einfach auch nicht so brauchte für meine Builds. Aber ja, das ist halt eben, wenn man sich sehr viel länger mit dem Spiel befasst und auch solche Sachen dann ja richtig planen machen kann, ist das natürlich einfach. Aber ich bin ja relativ lange jetzt immer einfach, jo, nicht so weit gewesen, oder? Hab mir einfach nicht die Zeit nehmen können, um wirklich weit zu kommen. Ist ein bisschen schade, wenn ein Spiel halt immer so weit wie möglich gestreckt ist und so. Also das ist nicht so schlimm, werdet ihr merken, wenn ihr selber zockt und mehr Zeit habt. Aber wenn ihr so ein, zwei Stunden nur spielen könnt pro Tag, oder eigentlich... Nicht jeden Tag und so, dann merke ich schon, dass Last einfach doch ein bisschen zu lange ist, zu lange dauert, ohne jetzt wirklich mega vorwärts zu kommen oder ja, ständig auch zu craften. Daher einfach auch das Lustige, dass es Spaß macht, oder? Spielen wollt. So, die harten Gegner sind auch weg. Dankeschön. Oh, das brauche ich. Also, der letzte Part schon mit dieser einen Rüssi hat mir sehr gefallen, der Drop. Und jetzt diesen Ring und der Cleaver. Also, ich glaube, auf Englisch heißt er nur Cleaver. Und hier gibt es ja das Beil hier. Da, nein, da. Spalterlösung heißt es auf Deutsch. Ja. So, das nächste. Ja. Echo läuft bereits. LE63. Dankeschön, aber kann ich mal kurz? Ja, kann ich rein noch oder muss ich nochmal resetten? Ich glaube, das ist verbraucht. Lassen uns nicht aufhalten. Wir müssen kurz das Gebiet nochmals betreten. Ist scheinbar jetzt gerade ein Lag. Es ist ja plötzlich das Fenster aufgegangen, obwohl ich das noch nicht ausgewählt habe. Ach komm, ey, das nervt doch zu fest. Also jetzt gerade momentan das Wochenende ist katastrophal mit dem Server. So. Also. Ja, da bin ich jetzt Level 39. Ich glaube, jetzt Level 42 kann ich da diese Angriffsspeed Handschuhe tragen, dann kann ich vielleicht den Bild ein bisschen zeigen. Also ein bisschen weiter zeigen, ohne dass er nicht so viel Spaß macht. Macht jetzt auch einiges mehr Schaden nach diesem vierten Akt, oder? Die Relics habe ich noch nicht gedroppt bekommen dort. Die habe ich mal einmal dort gefunden. Ich glaube einen, und das war ja kurz vor dem Multiplayer-Update, hatte ich einfach diesen Smite-Ding gar nicht mehr.
So, Dankeschön. Nächstes bitte. Und dann noch haben wir noch ein Ding. Was ist das Quest Echo Geschenk gewesen? Keine Ahnung. Ja, so ein Unique Echo. Sehr gut. Auf diesen Drop bin ich sehr, sehr glücklich. Muss ich öfters hier ein bisschen farmen. Damit wir neue Raids abwählen können. Wenn der Necromancer nur Mini ist, ja eigentlich egal, welche Art von Waffen man ist, klar. Die, die am besten Werte haben, also eigentlich zwei Handstäbe. Aber manchmal braucht man halt auch noch, ja, entweder ein Schild oder ein Katalyst. Diener da mal live drauf, glaube ich, noch gerne. Also eher Resistenzen vielleicht, also später dann eher live. Das ist halt auch eine Sache, die sie noch besser machen müssen. Bis man endlich mal Resistenzen gut findet, muss man halt schon weit sein. Also so mit Monolithen gibt es dann plötzlich wieder ganz viele Items mit Dual-Resistenzen oder über 30 oder so. Es ist sehr schwer, einfach mal alle Resistenzen voll zu machen, bevor ihr nicht, ja, extremst farmt, oder? Es ist sehr unausgeglichen, wie sie spawnen und sehr ja, unterschiedlich, oder? So, mit dem neuen Charakter Vulcanus, Amboss-Guard, Amboss-Wächter, können wir dann auch nochmals einen 7. und 8. Akt oder 9, 8. und 9. Akt zeigen. Das sieht, da habe ich ja ein paar Mal gezeigt und so. Aber jetzt ist momentan einfach wichtiger, dass wir hier noch ein paar Items finden. Jo, die Götzen kann ich natürlich nicht finden mit diesem Loot-Feder. Ich denke, ich werde einfach mal Corruption hochstufen und dann den Feder vom ja, Amboss-Wächter nehmen, damit ich die Götzen auch finde. Genau. Oder ja, ich muss ja den gleichen Charakter haben, stimmt. Ja, wir werden einfach so fahren mit ihm selber. Ich habe noch einen animierte Waffen oder so. Lebendige Waffenbild, den können wir eigentlich verwenden. Ja, da habe ich ja jetzt auch das Set und so. Wow. Interesting. Muss mal kurz schauen auf die Hitze, 74%. Es gibt ja immer diese Zonen, die viel mehr Grafikleistung verbrauchen. Ist ja auch sehr schön gedesignt hier. Aber übertrieben viel Hitze entwickeln für die Grafiker, die CPU eher. Ich glaube, es ist der CPU, der vor allem drunter leidet. Das könnt ihr, wenn ihr das besser kennt, natürlich gerne mir ein bisschen erklären, wieso. Ja, das Spiel hat eher CPU-lastig ist wahrscheinlich. Ja, und das ist eine andere Engine hier. Ein bisschen Schaden bekommen wir eigentlich, also. Aber es ist toll, dass ich das so gut. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen zäher. Ja. Also wenn ihr jetzt zweit spielt, dann habt ihr auch zähere Gegner und da habe ich gemerkt, der erste Boss ist doch noch ein bisschen zäh. Weil ich aber noch nicht so viele gute Items gefunden habe wahrscheinlich. Damage-Zahlen einfach zu niedrig sind. Lol, die ist das dann. Ich hätte schon gedacht, ich wäre gestorben. Geh mal weg, du blödes Avalanche. Wie heißt es? Lawine? Ich glaube, es ist Lawine, oder? Kann ich nicht gebrauchen. Sturmschlag. Ich will mal einen Sturmschlag-Bild haben. Giftdressi ist natürlich cool, so wie. Oh, ich hab sie! Ich hab sie! Jetzt können wir da einer dieser Bild weiterspielen. Wie geil, ich habe die Rüstung bekommen. Oh mein Gott, dieses Glück heute. Ja, es ist 20 vor 12, es ist bald morgen. Mein Gott, aber das Glück heute, so geil.
So, also nochmals, Unique. Arme gute Werte, Rüstungsbruch. Na, das sind die Gegner auch ein bisschen zäh. Hier noch das Ding, Idol nehmen. Auch ja noch die bestimmten Idole, also Totemschaden, Hast nach Treffer oder so Sachen. Bestimmte Idole brauche ich immer noch gut. Deshalb noch mehr da Idole. Ich war noch. Ja, wow. Und diese Streif. Attacken. Bin doch ausgewichen, aber bin doch noch knapp getroffen worden. Kann schon schön mal drüber laufen. Ja. Trago Magus ein bisschen. Weniger exakt, weniger professionell. Ich raufe einfach durch Fähigkeiten auf Level 100 Corruption. Also Corruption 100. Einen sehr weiten Monolithen. Das ist eigentlich der letzte Monolith, bevor die 90er kommen. Ja, die 90er, die waren noch cool. Ja. Jetzt sind wir schon bei 190. Mit dem, nein, wir sind 185, weil ja das ein 185er Monolith ist. Wo es eben 100 Corrupten. Oh. Ja, es sind ein bisschen unangenehme Gegner hier. Zu der sind. Schaffe ich das? Also schaffe ich das nicht? Natürlich schaffe ich das. Aber sind halt ein bisschen zäh noch. Wie Kaugummi. Jo, machen wir auch mal weit wieder. Oh, geil, da war der geile Boss. Der mich immer getötet hat am Anfang. Ich dachte immer so, ja, der tanzt ein bisschen herum und so. Und habe mich dann getötet, weil ich einfach dem Erbem nicht ausgewichen bin. Das waren noch Zeiten. Sehr viel unfähiger, unwissend. Ja, 2020 hatte ich ja noch den alten PC. Müsst ihr mal die ersten, ja, Let's Play Parts, Gameplay Parts und so anschauen. Die Grafik war da bei mir noch nicht so komplett Maximum. Einen bestimmten Schlüssel, genau, für die Arena. Müssen wir nicht machen. Ich habe noch ein paar, vier oder so. Nochmals Unique. Heinzig, Rasei und Hast, ja. Okay, machen wir. So. Also, was haben wir hier? Anschwung der Biester. Crazy. Ah ja, was lustig war, ich hatte einen Monolith, also ein Echo. Mit den Flashes da, diese Fleischberge da, also die großen Steine werfen, Nekrotik-Gegner. Also ein Flash-Rend oder wie sie ein. Auf jeden Fall ganz die großen Riesengegner. Und da war eine Treppe, die recht steil kam, das war Ende Akt 6, das Gebiet, ganz am Ende vor dem Boss. Und das nach unten oder also nach dem Boss, Akt 7, das erste Gebiet, so herum. Und bin so die Treppe hoch und dann waren so 6 von diesen Flashes. Das war so krass, wie die plötzlich auf mich geschossen haben. Einfach diese Überraschung. Sie waren jetzt nicht unbedingt so mega OP. Sie waren schon hart, oder? Also, ich habe schon viel Schaden bekommen, aber konnte sie noch gut besiegen. Aber einfach dieser Überraschungsmoment, wenn du so 6 Riesensteine mit Feuer war es, glaube ich, nicht Nekrotik, sonst sind sie ja Nekrotik. Es gibt auch Feuerversionen. Auf dich zurasen, also geschlagen werden. Blitzschnell. Krass. Das sind sie irgendwie Fleischberge oder so? Also ganz ein komischer Name auf der. Auf jeden Fall, ja. Und krass gehen. Ja, wenn ich nur animieren könnte und mal so ein Game machen könnte, ich würde noch mehr übertreiben. Ich will es einfach irgendwie, ja, schon machen, aber nicht unbedingt alles machen müssen.
Wir haben übrigens einen kleinen Sponsor eventuell gefunden und Streamer auf Twitch. Ich weiß nicht, ob ich auf Twitch streamen soll. Momentan mal noch nicht, weil mein YouTube-Kanal ja beliebt ist. Also beliebt ist, dort einfach die Sachen machen, momentan auf Twitch nicht. Aber ja, muss das mir sagen, ich kann das eigentlich nicht so aussuchen. Weil ich sowieso nicht auf mega greedy irgendwelche Leute anlocken muss, oder? Ist das mir eigentlich egal, was ich mache? Oder wie ich es mache? Das muss bei euch irgendwie gefallen, habe ich gut gehen. So. Wie sieht denn das aus? Sind die Leben dann einfach viel zu groß? Oder kommen einfach dann viel zu viel Schaden irgendwie über zuerst? Sieht so aus, als würde einfach die Gegner viel mehr auszahlen dann plötzlich. Und dann einfach nicht mehr weiterkommen wollen, weil es einfach zu lange dauert. Kann schon sein. Aber das dauert ja noch. Wie? Da hat er noch ein Set? Ey, Wahnsinn. Jetzt haben wir doch zwei Sets von Unique, also von Unique und Set Echos bekommen. Ey, was ist denn los? Habe ich so viel Glück heute? Krass. Ne, es ist halt schon klar, dass 100 Corruption natürlich viel mehr solche Sachen bringen, aber nicht so extremst. Ich bin ja schon ein paar Mal mit dem Eichhörnchenbild zu Corruption gelaufen und hatte eigentlich keine solche. Ja, ist einfach ein gutes Gebiet. Ja. Ah, die explodieren zweimal, stimmt. Blöden Spitze. Schon geil, also mir macht es jetzt auch sehr viel mehr Spaß, weil die Gegner einfach sehr viel herausfordernder sind. Sie machen aber immer noch viel zu wenig Schaden natürlich. Ich kann mich eben noch viel defensiver machen, wenn ich einfach Leben stecke. Aber zu wenig gute Items, um so Leben gut zu stecken. Ich finde ja immer wieder sehr viel Lebens-Items, ob die keine anderen Bonis. Also diese plus 20 auf Zauberschaden von Totems, die finde ich einfach noch nicht. Ich glaube, wir müssen da in diesen ein lichtloses Gehölz-Dungeon gehen. Und T3 machen wir das also im nächsten Part am Anfang. Genau. Ach ja, beim anderen möchte ich noch kurz kleines Bild machen oder so. Ich habe jetzt auch gemerkt, auch mit MSI Afterburner stürzt das Spiel einfach gar nicht mehr ab. Es will einfach nicht mehr abstürzen. Nur noch, wenn wir so selber Probleme haben. Aber das ist auch sehr, sehr, sehr. Es ist schon geil, was man einfach alles einstellen kann und dann muss. So. Gut, schauen wegen dem Thumbnail, sorry. Ja, es ging. Schön. Ein schönes Bild. Mit vielen Zahlen drauf. Aha. Das habe ich jetzt schon so viel mal gefunden. Das ist ein häufiges Unique-Item. Okay. So viele Items, die ich aussortieren muss. Die meisten muss ich ja wegwerfen. Yes. Aber trotzdem. Okay, die meisten. Ist ja relativ. Manchmal habe ich schon ein bisschen mehr gehabt. Ja. Ich eigentlich benutzen möchte, aber einfach zum Craften. Also unten ist Axt. Schwert, oder? Set Axt, Reitkolben, Speer. Okay, ich brauche aber Schwert. Ich glaube, ich gehe gar nicht hier runter. Soll ich wirklich hier runter? Auf jeden Fall mal das Set. Und dann zuerst einmal da das Götzen-Echo. Ich bin mal gespannt, wie so die Items besser werden.
ja, Legendary Potenzial drauf kommt. Ob ich jetzt dann irgendwann bald immer zwei Echo, zwei Legendary Potenzial habe. Oder ob ich die meisten eins, oder noch eins habe, manchmal zwei und manchmal drei Legendary. Und ich habe ja mit 100 Corruption schon eben die 4er Start-Items auf M4 Legendary Potenzial. Ja, komm. Also, wow. Das ist jetzt gerade einfach momentan nicht so, dass Unique Legendary Potenzial überhaupt haben, oder? Ich hab's ja jetzt wieder weggeworfen. ins Lager getan. Also, da der Schaden, der Blutschaden, der ist eigentlich, ja, so noch stark. Aber ich habe nie so das Gefühl, ich würde sterben, weil ich einfach sehr gut heile. Und dann sagt er es und stirbt. Habt ihr gesehen im letzten Part? Ich bin ja noch nicht gestorben. Sonst bin ich ja immer derjenige, der richtig blöd sich anstellt bei den Bossen. In Akt 3 und 4 und so. Und Akt 5 auch ziemlich. Ne, Akt 5 ist ja, sind ja die zwei Bosse gleichzeitig, die machen mir gar nicht so Schaden. Sterbe ich eigentlich kaum. Aber Akt 7, ja. Nein, Akt 6 ist ja das mit den zwei Bossen. Bin gerade so ein bisschen gewonnen. Und, also Akt 5 ist ja leicht, Akt 6 ist ziemlich schwer. Nein, Akt 7 ist ziemlich schwer dann. Einfach, da muss er richtig positioniert sein im Nahkampfbeet, wo ich ihn wieder gerne gemacht habe. Man hat einfach wegen Erdbeben und so draufgegangen. Oder Avalanche-Folter. Also diese Glitsche. Steinschlag oder was auch immer. So. Glashier ist ja dieser Zauber vom Sorcerer. Wieso bekomme ich so einen Schrott hier eben? Nochmals Axt. Mann, ich will nicht Axt. Wir gehen halt hier rüber zuerst. Nein, wir gehen hier runter. Genau, wir machen mal kurz das Leuchtfilm. Sehr gut. Aber cool, macht wirklich mehr Spaß, als ich gedacht habe. So, Brücke. Ich mag irgendwie diese Arena. So, ja, geil. Ah, grüezi. Das Siegolin. Er möchte gerne siegen. Auf Deutsch. Eine möchte gerne belagern, aber Siege. Er wollte siegen, hat er aber leider Englisch gesprochen. So blöd. Wenn die Sprache einem fatal nicht den Sieg gönnt, gehen sie am besten zu einem Sprachlehrer und kommen sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, ja, sind sie doch nicht zum Siegen, sondern zum Verlieren. Ja. Aber so Belagerungsgolem in einer riesen Schlacht zu sehen, ja, schon cool, ist aber so nicht umsetzbar wegen der Perspektive. Ja, könnte man schon, aber. Ja, jetzt kann ich nachher noch ein anderes Projekt aufnehmen. Ich habe es ein bisschen getestet, stürzt nicht mehr ab, so Minecraft. Dann kann ich dort mal so eine geile Story für euch erzählen und ihr könnt das Spiel dann so ein bisschen, die Story so ein bisschen spielen. Eventuell kann ich dann irgendwann mal Leute finden, die wirklich entwickeln können. Nicht so wie der Drago Basler, der sich so dumm anstellt bei gewesen sein. So gescheit irgendwie anders machen, hoffentlich. Ja, man muss halt immer der Typ sein zum Entwickeln. Entwickeln. Und Programmen oder Spielen ist immer so ein bisschen eintönig oder einfach zu viel auf einmal oder dann kannst du gewisse Sachen einfach nicht gut machen, kommst nicht dazu oder so. Ist genauso wie Last Epoch zu spielen. Da haben auch viele nicht Lust, irgendwelche Sachen zu zerstören, also dieses Zerstören von Items für Sachen und dann Craft und so. Habe ich zum Beispiel gar nicht Lust. Muss es aber trotzdem eigentlich machen. Schade, keine guten Götze. Die einen Nahkampfschaden könnte ich eigentlich gebrauchen. Sonst
Blitz, ne. Blitze muss ich eigentlich nicht schießen. So einen mega heftigen Blitz. Schaman wäre cool. Der einfach so 100% Blitz Wahrscheinlichkeit hat oder noch mehr. Wenn immer so mega viele Blitze runterkommen. Wäre sicher cool. Aber eigentlich sind meine Builds immer dazu da, also die, wo ich Lust habe, oder? Die Engine völlig kaputt zu machen wegen diesen Massenblocks. Jetzt eben diesen Vulkano-Build, wo ich ja, das ist ein bisschen schwer. Aber macht's okay. Koppeln ist schon viel weiter wahrscheinlich, aber ich. Oder gewisse Sachen machen einfach auf Dauer, also wenn du sehr viel spielst und das zum 20.000. Mal machst oder so, einen Spaß mit gewisse ist einfach gar nicht mehr machen. Das Craften habe ich genug ausprobiert. Aber ich habe immer wieder gemerkt, ich brauche dann wirklich wieder bessere Items, habe wieder bessere Items gedroppt. Da habe ich aber die Lust ein bisschen verloren. Jetzt eben habe ich gar noch nicht so richtig anfangen können, aber die Lust noch nicht so da. Nochmals wieder stärker zu werden. Ihr merkt es vielleicht, meine Items kann ich gar nicht so verbessern. Zuerst einmal kein Legendary Potenzial auf die Unix machen, wenn ich nicht Legendary Potenzial überhaupt habe. Und der Beat tut es auch nicht. Jo. Verlangen, oder? Also noch nicht so schnell verlangen. Was ich sage, ja. Ich crafte jetzt. Und ja, was brauche ich? Leben, ja. Also ich habe die ganze Zeit Leben, Affix, Dingensplitter reintun. Affix-Splitter. So, ihr da. Wie heißt ihr? Aha, Imps, Verborgene, irgendwie so eine Code. Oh, hallo. Bist du auch ein Code? Ha, ich mag Strichcode. Haben die 47. Kennt ihr die 47? Hitman, Hitman. So, Sprichgott-Gegner, ich sehe wegen Palmen euch nicht so gut. Sollen wir hier oben bleiben. Ist noch lustig, weil durch die Stärke, die der Beat hat, spawnen die so schnell wieder, dass man einfach so eine mega Dauer-Action hat. Und den Boden auch nicht ganz so gut sieht. Auf dem Sand seht ihr ja diese Markierung überhaupt gar nicht. Okay. Interesting. Ja, in nächster Zeit freue ich mich so riesig auf die weiteren Stunden in Last Epoch. Man kann so viel jetzt eigentlich machen, ohne viel Fortschritt machen zu müssen. Also so, ja, Echos durch und so. Geht ja immer einige Zeit, bis man den Boss herausholen kann in einem Monolithen. Und die gewissen Monolithen sind auch natürlich ein bisschen besser beim Loot und alles. Macht viel mehr Spaß. Ja, dass ich auch mal so weit bin nach 3 Jahren, freut mich uns. Gut, da haben wir 4 Verderbnisse. Da unten hätten wir noch ein. Also eigentlich könnte ich runtergehen, weil da noch ein Set ist. Ich könnte hier rüber gehen, aber ich gehe jetzt erstmal. Tötungsmal ist ja auch nicht so schwierig, wenn ihr bei euch auch nicht gut treffen lässt. Wenn ihr viel euch treffen lässt, dann ist mal schon schwerer. Die kommen per Lift. Ja, Lastwagen. Jo, geht noch nicht. Ziemlich gut ausgewählt, kombiniert. Oh, Geschwindigkeit will ich eigentlich eher am Schluss haben. Das Beste am Anfang sind eigentlich diese Eiskäfer. Die töten dann einfach die einzelnen Gegner schneller, weil sie sehr gute Aggression haben. Später so Reflexion und ja. Und dann am Schluss eher Speed und Crit. Und Crit gibt es, glaube ich, in den Arenen gar nicht so oft. Ja, ja, ich finde, Arenen könnten noch besser sein.
vom Gegner Spam ist es manchmal ein bisschen komisch. Schlecht balanciert oder so. Kommen wieder ein paar ganz große und dann kommen wieder ganz kleine, die sofort tot sind. Das ist, ja. Könnte noch besser sein. Ein bisschen ausgewogener, ein bisschen zufälliger. Aber dieses Endless-Ding habe ich schon Lust, jetzt dann eigentlich bald zu machen. Endless-Arena. Und der Helden werden wir wahrscheinlich noch nicht schaffen. Die Helden sind so gut. Vielleicht mit dem neuen Bild dann, ja. Der ist ja sehr tanky, der wird das schon schaffen. Der wird wahrscheinlich gar nicht irgendwie Leben verlieren dann. Also so eine Axt mit Angriffsgeschwindigkeit, ne? Eine Crit-Axt. Ist ja nicht so wichtig momentan. Also wenn man kriten will, dann geht man eher so auf Dolche heim oder Speere. So eigentlich nicht. Ja, schade. Bluten auch nicht. Also. So, also. Das könnte ein bisschen schwerer sein. 30% Schaden ist nicht zu unterschätzen bei so großen. Aber was ist jetzt das links oben? Das müssen wir nachher noch kurz anschauen. Der Part ist schon ein bisschen länger und ja, ich habe ja immer noch so die Lungenprobleme. So Schleim auf dem Hals, der mich ein bisschen sehr oft schlucken lässt. Ich muss jetzt leider ein bisschen Pause machen. Ich mache, glaube ich, das Projekt dann morgen irgendwann mal, aber ja, ich bin halt nicht so viel da zu Hause. Und der Livestream am Abend hoffentlich, wenn es noch geht, gut. Aber eben, Gesundheit geht vor und halt die Familie. Vater schon sehr schwer krank ist. Zwei Lungenembolien, mehrere Herzprobleme, Vorhofflimmern und ja. Auch schweres Asthma, schweres als ich. Muss ich ab und zu mit ihm einfach behilflich sein. Und wir gehen noch an die Herbstmesse. Das ist in Basel ein Riesenmarkt mit Kirmes. Sehr, sehr berühmt eigentlich. Also in Deutschland, da hat man nicht so viel. Nein, ich finde es ein bisschen lustig, wie in Deutschland halt alles ein bisschen auf Deutschland bezogen ist und andere Länder ein bisschen weniger vorkommen. Also zum Beispiel in der Schweiz, da hat man halt alles aus Deutschland, aus der USA. Also wirklich alles. Auch aus Kanada, Frankreich vor allem, Österreich. Da hat man halt so viel und in Deutschland so, ja, also in Hamburg ist da das passiert, da. Und dann Bayern hat halt den Cup verloren. Ihr sagt ja nicht Cup. Die Schweizer sagen Cup. Oder Cup eben. So, ich sag das auf Englisch. Das ist auf Englisch. Ich bin selber Deutscher. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts irgendwie. Ja, ich anklang. Bin zu 25% sicher. Deutsch. Ja. Aus Wintersweiler. Gleich neben der Grenze. Schön in der Ecke, Südwestecke. Efringenkirchen. Lörrach. So, ja gut. Ich denke, wir sind eben jetzt mit dem Part fertig. Leider der Drop wieder richtig schrottig. Ja. Ich möchte schon mal Rache, oder? Aber ich habe ja ein Rachebeet gemacht mit Feuer. Aber ja, wenn der halt so viel Schaden im Nahkampf bekommt, muss ich einfach warten, bis ich da weniger Schaden bekomme durch Items. Also wir gehen hier runter, denke ich mal. Und dieses eine Echo hier mit dem Götzen. Ja. Vielleicht holen wir das auch hier, den Schlüssel. Aber einfach mal nach links weitergehen, ob es da irgendwie durchgeht. Das ist ja wirklich nicht so gut mit 4. Ist viel zu nah dran. Hier haben wir auch noch Schlüssel.
Cool. Nochmal ein Götzen. Geil. Also, danke schön fürs Zusehen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, wie immer, dürft ihr gerne Kommentare schreiben, irgendwelche Sachen vorschlagen, mir eine Freude bereiten. Die Glückwünsche sind sehr stark gestiegen. Dankeschön. Also die, ja, wie ich nett bin, wie ich bequem, also gemütlicher bin als andere. Ich weiß es nicht. Ich schaue halt nicht so viele andere Leute, die Last Epoch Videos machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche einfach eher actiongeladener sind und nicht so ruhig bleiben. Oder eher grinden die ganze Zeit oder so langweiliger sind. Kann schon sein. Es kann auch sein, dass die einfach ja, es besser machen und deshalb manchmal auch sehr viel mehr Aufrufe haben. Ich bin halt ein bisschen weniger mit Aufrufe bedeckt, aber da dürft ihr gerne helfen. Ja. Und eben so mit Livestreams vom Rollenspielserver und vielleicht Minecraft und so, wird dann auch wieder neue Aufrufe geben. Aber ja, wegen Krankheit kann ich halt meistens ein, zwei Spiele spielen, nicht mehr oder nicht länger als eine Stunde oder so. Muss mal gucken, im Livestreams ist es natürlich viel gemütlicher. Kann ich viel länger spielen wieder. Da sehe ich euch live. Also ich weiß, dass ihr live zuschaut. Also ich habe schon, weiß ich nicht, ich habe schon mehrere 24-Stunden-Streams gemacht, natürlich mit Unterbrüchen, wegen irgendwelchen Qualität, YouTube und so Sachen, Probleme, aber ja, ich habe es ausgehalten, nur bin ich jetzt momentan nicht so gut fit. Nervenkrankheit, MECFS macht mir zu viel Probleme. Das ist wirklich eine der schlimmsten Krankheiten, die es gibt. Zwar ist zum Beispiel Lähmung und so noch schlimmer so für den Körper, für das Gehirn, aber wenn ihr da irgendwie so sehr viel Schaden wahrnehmt von den Nerven oder Nervenschäden, dann ist es auch schlimm, oder? Wenn ihr immer Schmerzen habt. Vor allem im Denken. Jo. Deshalb bin ich ja Fußball und da kann ich ständig die ganze Zeit Fußball spielen. Nur ihr könnt dann nicht so gut zuschauen. Also ihr kommt zu mir, rein nach Basel-Land, Schweiz, und schaut mir zu, wie ich Fußball spiele. Ah, yeah. Ja, wenn das Reisen einfacher wäre und nicht so, die Schweiz nicht so teuer wäre, ja, klar. Vielleicht, wenn ich Superstar bin, wenn ich noch werde. Nein, ich werde wahrscheinlich nicht mehr, aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Ich zocke lieber. Gut, tschüss zusammen. Bis nächstes Mal vielleicht. Dürft gerne wieder dabei sein. Ich bleibe aktiv. Und wenn ich nicht aktiv bin, dann bin ich irgendwie krank. Dann werde ich wieder aktiv. Tschüss.